Willkommen allerseits. Hier ist der Rayman und der Okona und willkommen zur ersten Episode Maniac Mansion. Maniac Mansion ist ein sehr schönes, sehr historisches Adventure Game und im Rahmen dessen, dass ich euch mal zeigen muss, was es für richtig coole alte Spiele gegeben haben und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Maniac Mansion hier jetzt dran ist. In ein paar Monaten wird es nämlich ein neues Spiel in dieser Art der Reihe geben, und zwar Thimbleweed Park, welches gewissermaßen ein nicht nur geistiger, sondern tatsächlicher Nachfolger von Maniac Mansion in der Hinsicht sein wird, dass der Schaffer von Maniac Mansion, der Ron Gilbert, daran sitzt, das macht, und sein Team, das er damals bei Maniac Mansion und seinen Nachfolgern hatte, ebenfalls mit drin ist. Also es wird von dem her ziemlich cool und deswegen müssen wir jetzt unbedingt direkt den Originalteil spielen. Und liebe Rayman hier, mein ja, Gast, der kennt das noch nicht und das sollte er eigentlich kennen. Ja, und deswegen würde ich diese Wissenslücke mit uns allen mal nachholen. Ja, Maniac Mansion hat als ein ganz besonderes Teil des Adventure-Game-Genres die Möglichkeit, die Protagonisten auszuwählen. Das kennt man normalerweise nur aus den RPGs. Hier ist es bei Adventure Games auch drin. Und um das mal vorwegzunehmen, man kann mit jeder Kombination der Charaktere das ganze Spiel auch durchschaffen, ist aber gegebenenfalls anders. Setting ist, dass die Freundin von Dave, der hier auf der linken Seite schon ausgewählt ist und den man auch nicht ausschalten kann. Also hier haben wir hier Dave, Sandys Boyfriend, also Freund von der Sandy, die entführt wurde. Organizer of the Rescue Effort, der Organisator der Rettungsmission gewissermaßen. Es ist eine Rettungsmission, weil eben Sandy verschleppt wurde von Dr. Fred Addison. Und der möchte irgendwas mit ihr anstellen. Was? Wollen wir noch sehen. Und dazu kann der Dave aus 6 Freunden auswählen. Da ist einmal die Möglichkeit für Sid, an aspiring musician, also ein aufstrebender Musiker, trying to start his own New Wave Band, seine eigene New Wave Band starten will. Dann gibt es den Michael, an award-winning photographer, also ein for the college newspaper. Das ist also ein Fotograf fürs College, für die College-Zeitung, und da hat er schon einige Preise offensichtlich gewonnen. Dann gibt es die Wendy, wants to be a famous novelist. Die möchte eine berühmte Autorin werden und sie wartet auf den großen Durchbruch. Waiting for a big break. Ja, das wollen viele von uns. Ich muss sagen, ich persönlich wäre lieber der Fotograf gewesen. Aber es gibt hier noch weiterhin Bernard, der President Bernard of the Physics Club. Den kennt man vielleicht schon, wenn man den zweiten Teil gespielt hat. And winner of the College's Geek Award. Also er ist der Präsident des Physikclubs und der Gewinner des Eierkopfpreises an der Uni. Ja, und wie der Rayman gerade schon gesagt hat, das ist ein Protagonist im zweiten Teil von Maniac Mansion. Also von dem her, wenn wir damit durch sind, es gibt einen offiziellen zweiten Teil und da werden wir Bernard wiedersehen. Leider alle anderen nicht. Ja, dann haben wir noch Razor. Lead Singer for the Punk Band Razor and the Scummets. Scummets. Scum. Hat das schon was mit Scum Engine zu tun? Ja, das hat mit Scum was zu tun. Und zwar hat Ron Gilbert für dieses Spiel Maniac Mansion MM ein Tool geschrieben. Scripting Utility for Maniac Mansion. Kurzname Scum. S-C-U-M-M. Und dieses Utility wurde dann von allen LucasArts Adventures, hier noch Lucasfilm Games übrigens, verwendet, bis es dann von Grime für Grim Fandango und Monkey Island 4 ersetzt wurde. Ich glaube, das letzte Scum Game müsste wahrscheinlich Monkey Island 3 gewesen sein. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch Jeff, usually hangs out on the beach. Also der Jeff ist üblicherweise am Strand und responds to the name Surfer Dude. Surfer Dude. Surfer Dude, genau, das ist er, sein Name ist Surfer Dude. So, und jetzt können wir uns auswählen, wer von diesen 6 mehr auf jeden Fall noch mit an Bord nehmen. Und nachdem Bernard auf jeden Fall schon im zweiten Teil vorkommen wird, wird auch er dran kommen. Offensichtlich ist er da nicht ganz so begeistert davon. Ha, ha, wir schon.
Gut. Und ja, wen sollen wir sonst noch nehmen? Ja, dann würde ich sagen, dass ja, die Frauenquote noch mit einfließen sollte. Die Frauenquote, also haben wir Wendy oder Razor? Tja, Der eine ist eine Romanautorin und andere eine Musikerin. Dann nehmen wir noch eine Musikerin. Dann soll mal Razor ran. Razor ist übrigens einer Person nachempfunden worden, und zwar, ich glaube, die Freundin von Gary Winnick, einer von den Mitprogrammierern in diesem Spiel. Genauso auch ist Wendy einer Person bei LucasArts nachempfunden und Dave hat als Vorbild den Ron Gilbert selber. Ja, damit wird er sozusagen hier schon unsterblich. Ja, genau, damit hat er sich schon unsterblich gemacht. Ja, dann legen wir mal los. Heute, vor 20 Jahren. Oh. Ah, der Sound. Der Sound. Ja, der Sound für den gigantischen Sitchip. Leider gibt es selten im Musik, das ist die einzige. Deswegen haue ich mir noch ein bisschen rein. Designed and written by Ron Gilbert and Gary Winnick. Programmed by Ron Gilbert, David Fox and Carl Mine. David Fox hat später dann Zack McCracken noch gemacht. Jetzt höre ich dich noch kaum. Musik ist so laut. Dann hören wir dann noch ein bisschen rein. Von Chris Grigg und David Lawrence. Nicht ganz Marvel. Nicht ganz Marvel? Nur Maniac, nicht Marvel. Maniac. Maniac Mansion. Ich glaube, die Kettensäge hat noch eine entscheidende Sache beizutragen im Spiel. Ah, das ist offensichtlich schon bis zu dir vorgedrungen. Yeah. Ja. Okay, this looks like the old mansion. Das sieht wie das alte Anwesen aus. I'm sure I saw Dr. Fred take Sandy there. Bin sicher, dass Dr. Fred Sandy dorthin genommen hat. It's up to us to get her out. Wir müssen sie rausbringen. This could be real dangerous. Das könnte gefährlich werden. Gefährlich sein, ja. Wenn irgendjemand noch heraus möchte. Ja. I'm out of here. Ja, typisch Bernard. Don't be a tuna head. It's Sandy we're talking about. Sei kein Aufgeber. Es dreht sich hier schließlich um Sandy. I heard that Dr. Fred was kinda cute. Ich habe gehört, dass Dr. Fred etwas süß sein soll. Okay, let's go rescue Sandy. Lass uns Sandy retten. Das Schöne hier übrigens ist, dass... Vielleicht sollten wir den Sound ein bisschen leiser machen jetzt. Oder ist er da drin eher aus? Der Sound, den können wir alles noch gegenregeln. Das ist mehr oder weniger die Frage, wie es dir jetzt passt. Ach so, ja, ich verstehe dann schon genug. Aber ich meinte jetzt den Sound vom entgegen zur Sprache. Der Sound zur Sprache, den mixe ich danach nochmal. Ach, das geht? Ja, das geht. Das ist, okay. Das ist wunderbar. Na dann. Ja, gut. Eine nette Sache gab es noch, und zwar Dave sagt dann zu Bernard, don't be a tuna head. Und ursprünglich war gedacht, dass Dave sagen soll, Bernard, don't be a shithead. Allerdings... Jetzt höre ich dich nicht mehr. Du hörst mich nicht mehr? Nicht im Lautsprecher, ne? Komisch. Das passt schon. Ja. Okay. Und zwar Bernard sollte als Shithead bezeichnet werden, das hat aber dem LucasArts Management nicht ganz so gefallen. Und deswegen haben sie den Ron Gilbert gebeten, das herauszunehmen. Und in seinem jugendlichen Ungestüm fand er das natürlich nicht so toll. Allerdings hat ihn dann sein Manager auf die Seite genommen und gesagt, wenn du mir einen richtig, richtig, richtig guten Grund nennen kannst, warum er Shithead statt irgendwas anderem sagen soll, insbesondere warum er Shit sagen soll, haha, das war damals so eine Sache. Wobei Menschen noch eine ganze Menge anderer netter Sachen hat. Warum man Shit sagen soll, dann soll er ihm das morgen mitteilen und dann wird er darauf eingehen. Und das hat ihn so weit dazu gebracht, dass er sich das nochmal schwer überdacht hat und am Schluss war es ihm so, eigentlich muss er es nicht sagen und deswegen sagt Bernard, also deswegen wird Bernard bisher als Tuna-Head bezeichnet, was eigentlich viel cooler und interessanter geworden ist im Nachhinein. Ja, gut. Da stehen wir draußen auf der Straße und hier haben wir noch ein Schild. Das wollte ich gerade sagen. Ist da nicht noch ein Schild, was wir lesen können? Walk to sign. Das können wir lesen.
Reed sein: Warning, Trespassers will be horribly mutilated. Oh, das klingt da sehr gefährlich. Ja, also Eindringlinge werden schrecklichst verstümmelt. Nun gut, das werden wir in Kauf nehmen müssen. Gehen wir mal zum Haus hin. Wie man sieht, gibt es bei diesem Adventure Game eine Reihe von Verben. Man muss also nicht wie bei älteren Adventure Games eintippen, was man machen möchte, und dabei mehr oder weniger raten, was jetzt so als nächstes, also wie man dem Parser es beibringt, was man gerade vorhat. Das war hier nicht notwendig. Man hat einfach gesagt: drücke, zieh, gib, öffnen, schließen, lesen, gehe zu, nimm mit. Dieses What is Verb hier, das ist besonders interessant, weil da kann man dann ein Mouse over machen. Genau, oder? In dem Fall gehe ich einfach mit Mouse over und dann sagt er mir, was dahinter ist. Zum Beispiel Doormat, hier Doormat, Front Door, Bushes. Die Büsche sind so wie auch was zum... Die Büsche, ja, da kann man was machen. Kann man schon offenbar was mitmachen. Ja, dahinter sieht auch so ein bisschen aus, als sei da noch was versteckt. Wir können ja mal gucken, ob man die Büsche ziehen können. Ja, genau, da haben wir was. Da ist ein Gitter. Und können wir das Gitter aufmachen? Das kann man von außen aufmachen. I can't budge it. It's rusted shut. Es ist zugerostet. Er kann es leider nicht bewegen. Tja, Brecheisen. Brecheisen, ja. Also wir haben derzeit noch nichts im Inventar. Im Inventory. Genau, hier unten wäre dann ein Inventar. Wir hatten vorher noch das What is Verb, dann gibt es noch New Kit, damit können wir einen anderen auswählen hier. Aha! Da, Enthusi, ja, das ist derjenige, der hier das Maniac Mansion ein klein wenig angepasst hat, sodass ich hier mit Maus dran arbeiten kann, und damit hat sich offensichtlich statt Bernard hier verewigt. Somit kann ich dann ein anderes Kind auswählen. Dann haben wir noch Unlock, aufschließen, Use, benutzen, Turn on, Turn off, an- und ausschalten und Fix, reparieren. Im Gegensatz zu vielleicht später, das Gitter reparieren. Das Gitter reparieren? Ja, da ist wahrscheinlich das Problem, dass wir noch nichts haben zum Reparieren. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Lass mal das den Bernard machen. Der ist ja Präsident des Physikclubs. So, wir haben Grating schon drin. Fix Grating with. Ja, ja, also das, mit, ja. Mit was? Leider derzeit nichts weiter zum Haben. Okay, damit können wir nur... Müssen wir wohl auf später warten. So. Wo ist der andere jetzt? Stehen die jetzt übereinander? Die stehen jetzt gerade übereinander, ja. Genau. Ja, das war alles nicht ganz so einfach damals. Naja. Ja, wobei also hier so riesige Sprites, das war natürlich schon eine nette Angelegenheit für damalige Verhältnisse. Das ist gemacht worden, das ist nicht nur ein Sprite, sondern also mehrere Sprites übereinander. Mhm. Ja. Und teilweise auch so, dass die können ja alle reden und dann bewegt sich der Mund. Also das sind also mehrere Sprites für den Kopf auch noch. Ja, gehen wir alle mal vor die Tür. Weißt schon, wie wir reinkommen? Oder ja, was wir machen sollen? Ja, ich weiß es. Einmal war ich ja schon mal drin. Du warst schon mal drin, okay. Nicht viel weiter, aber vielleicht sollte man da nochmal weiter schauen, ob es da noch weiter was genau, gibt. Genau, das mache ich nämlich gerade. Hier gibt es nämlich noch eine Postbox. Wir können eine Mailbox machen. Können wir mal schauen, ob da was drin ist. Öffnen? Ja, die kann man öffnen. Aber es sieht nicht so aus, als sei was drin. Ja, kann man doch mal anschauen, oder? Ja, anschauen ist leider in diesem noch nicht drin. Es gibt Lese. Wir können natürlich jetzt hier Read Mailbox. There's nothing to read on it. Da gibt es nichts zum Lesen drauf. Ja. Ist schon später viel besser geworden, dass das Read-Verb dann zu Schau angeworden ist. Schauen wir mal, ob vielleicht die Flagge zum Lesen ist. Nein, ist auch nicht. Kann man die noch ziehen, dass sie nach oben geht? Ja, passiert da dann was? Was passiert? Wir können sie nach oben gehen lassen, passiert aber gerade noch nicht viel. Und weil es so schön ist, schließen wir die Mailbox wieder. So. Gut, also dann gehen wir mal. Sollen wir zum Bernard gehen oder zum Dave? Einen von denen ist wahrscheinlich sinnvoll als Hauptakteur zu nehmen.
Ich würde fast den Burnout nehmen. Burnout, den Enthusiasten. Den Enthusiasten, genau. Okay, gut. Hier haben wir noch die Tür. Es gibt auch noch, was ganz witzig ist, eine Türklingel. Geht's auch? Ja, genau. Also, Doorbell, ja. Sollen wir mal drücken? Ja. Das Zwitschern ist weg. Yeah. Das Zwitschern ist weg. Oh, jetzt passiert was. Jetzt passiert was, ja. Eine Cutscene. Oh, the doorbell. Die Tür klingelt. I wonder if that's my package. Ich frage mich, ob das mein Paket ist. Die Tür bellt. Die Tür bellt. Da müsste er doch jetzt kommen. Ja, da könnte kommen. Schau mal. Von dem her, das ist eigentlich auch eine ziemlich spaßige Sache. Also der Spielfluss konnte damals unterbrochen worden durch eine Cutscene, wie eben hier auch gerade, wo wir zum ersten Mal Ed gesehen haben. Und solche Cutscenes, das war einerseits ganz neu. Und Ron Gilbert hat eben das auch, das Wort geprägt. Das war nämlich Cut to Scene Numbers so und so. Und somit ist das eine Cutscene geworden. So, hier, Ed ist runtergekommen. Uh-oh. Can't you read the sign? Kannst du das Schild nicht lesen? Now get out of here. Raus hier bitte. Okay, das bitte, das habe ich jetzt gesagt, ja. Okay, also offensichtlich hat das dem Ed nicht gefallen. Aber wir waren offensichtlich nicht diejenigen, auf die er gewartet hatten. Das ist vielleicht schon ein erster interessanter Hinweis. Ed wartet offensichtlich auf ein Paket. Okay. Ja. Gut. Wenn du schon mal drin warst. So, jetzt reibe ich mir mal die Hände. Das ist eine Doppeltür. Eine Tür, die ist zu. Oder genau, Open Door. Mach mal Open Door. Jetzt ist sie ja offen, oder? Nein, die Tür ist nicht offen. Der Red hat sie dazu gesperrt. The door ist wieder locked. Die Tür ist zugesperrt. Okay, und da ist ja ein ganz typisches altes Gebäude ist. Und wie man das so kennt, wo legen denn dann diese Bewohner immer einen Zweitschlüssel ab? Also es gibt ja hier nichts Großartiges, Klickbares, außer des Fußabstreifers. Also the doormat. Und schauen wir uns die mal an. Und da liegt was drunter. Yay, ein Schlüssel. Und das wird einer von vielen Schlüsseln noch sein, die man mit der Zeit bekommen kann. Ah, okay. Pick up Key, yeah. Und jetzt können wir. Jetzt muss man einmal dieses Use Key in Door. Front Door. Und Hase geht auch schon auf. Das ist doch schon mal schlecht. Geh mal rein. So. In der Vorhalle. Da gibt es mehrere Türen. Eine Treppe. Eine Vase. Eine Uhr. Ja, leider bewegt sie sich nicht großartig, so wie es aussieht. Was haben wir denn sonst noch? Eine Tür ohne Türklinke. Genau. Und noch eine Tür, die ist wahrscheinlich verschlossen, oder? Die Tür, da kommen wir, glaube ich, sogar rein. Oh. Ja, die macht er auf. Und wenn wir da reingehen, ist erstmal duster. Na, nee, nicht mal. Okay, nicht mal. Ich hätte gedacht, da ist dunkel gewesen. Dachte naja. Ich auch, ja. Gut, da haben wir ein Radio, ein kleines Kästchen, Fenster, Sofa. Ey, ich sehe da was. Ein Lüster. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Aber jetzt ganz plötzlich hier oben im Kronleuchter. Glass Chandelier, meinst du hier? Ja, das sieht aus wie ein Schlüssel. Ja, da ist ein Schlüssel, das stimmt. Aber da kommt er nicht hin, wahrscheinlich. Ich glaube, da kommt er nicht hin. Wir können ja mal gucken, ob er nimmt. Oh. Cut scene. Well, my dear, hope you're having fun. Ich hoffe, du hast Spaß hier, meine Liebe. Within minutes, it will be all over. Innerhalb von Minuten wird alles vorbei sein. You'll be hooked up to my machine. Ich werde dich an meine Maschine anschließen. Getting your pretty brain sucked out. Und die wird dir dein süßes Hirn raussaugen. You'll never get away with this. Damit werden sie nie davon kommen. Dave and his friends will rescue me. Dave und seine Freunde werden mich retten. Yeah. You and your meteor can eat slime. Sie und ihr Meteor können Schleim fressen. That's what she thinks. Das denkt sie. Der epische Sound, ja. Help, 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 Hefe. Okay, damit wissen wir schon ein bisschen mehr, was wir tun sollten. Ja, sie retten.
Zigaretten und wir wollten den Schlüssel uns schnappen. Das hat er ja, gerade vorher nicht getan. Walk to key, pick up key. I can't reach it. An dem komme ich noch nicht. Zieh mal an der Couch. An der Couch ziehen. Ja. Pull Couch. I can't budge it. Die kann ich nicht verschieben. Die ist wohl festgenagelt. Nee, an den kommen wir tatsächlich anders ran. Und da kommen wir jetzt noch nicht ran. Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal einen Besen. Und wenn wir mal einen Besen haben, kommen wir vielleicht ran. Ja, genau. Aber hier gibt es nochmal eine Tür. Machen wir die auch mal auf. Und hier ist jetzt dann dunkel, oder? Ja, genau. Yeah. Ah, ja, hier sehen wir es schon. Und ich glaube, dazu ist nämlich dieses What dieses ist what ganz ist geschickt, weil meistens muss man da irgendwas... Ah, what is lamp war hier? Lamp. Lamp. Genau. Switch on. Genau, schauen wir mal. Turn on lamp, falls er das so ohne etwas macht. Ja, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Perfekt. Okay, wir sind hier in der Bib. In dieser Hausbibliothek. Und da ist ein Schild. Ja, das kann man lesen. Lesen. Walk to sign. Read sign. Staircase out of order. Treppe. Außer Betrieb. Außer Betrieb. Ja, und das ist tatsächlich so, man kommt hier nicht drauf. Staircase out of order. Schade. Ja, das... da gibt es hier eine nette Geschichte auch dazu. Und zwar, das gesamte Haus tut sich ja auf die Lucas Ranch beziehen. Also da, das Hauptquartier von Lucasfilm. Okay. Da gab es die Skywalker Ranch. Und das Haupthaus, das Skywalker Ranch, sieht ziemlich wie das Maniac Mansion aus. Cool. Also muss ich sagen, mir hat das Mansion hat mir ja schon immer unglaublich gefallen. Und es, wenn man sich mal die Skywalker Ranch anschaut, ja, die sieht so aus. Und in der Skywalker Ranch gibt es auch so eine Bibliothek mit so einer Spiraltreppe. Und die ist hier nachempfunden worden. Dass die out of order ist, ist so eine Frage. Ich habe mal im Blog vom Ron Gilbert gesehen, da hat er einen Plan von dem ganzen Haus gemacht, von einer früheren Version. Und da gab es eine Zweitstock-Bibliothek. Keine Ahnung, ob das einfach entfernt wurde. Und dann Speichergründen oder so. Das ist gut möglich, oder weil der Raum einfach nichts zu tun hatte. Also je weniger ist, mehr ist bei solchen Games ganz klar was. Ja. Und da konnte man hochlaufen. Könnte natürlich auch umgekehrt gewesen sein, dass es nie geplant war und es einfach ein cooler Gag war, oder dass eben sich dann, dass man einfach dann diese Grafik nicht mehr entfernen wollte, weil eben auch die Spiraltreppe so schön ist, dass man dann einfach sagt, dann lassen wir die drin und machen da ein Gag draus. Ja, auf jeden Fall gibt es hier ein Telefon noch. Und eine weitere Lampe. Ein Sessel. Und ist das da? Chuck die Pflanze da. Das ist Chuck die Pflanze, genau. Tatsächlich. Chuck the Plant. Tatsächlich. Ja, die hat auch noch eine interessante Geschichte hinter sich. Ich würde sogar immer ich kenne die nur aus der zweiten Teil. Ja, im zweiten Teil gibt es auch Chuck the Plant. Leider gibt es nichts zu lesen noch. Man kann nichts anschauen. Aber Chuck the Plant lag daran, es gab nämlich einen Kollegen von Ron Gilbert und Gary Winnick, der ist immer hingekommen und zu denen und hat gesagt, nee, wenn er einen neuen Charakter macht, dann nennt sie Chuck. Und das hat er so häufig gemacht, dass er gesagt hat, okay, jetzt müssen wir irgendwas Chuck nennen. Und dann haben sie die Pflanze Chuck genannt. Und deswegen heißt die Chuck the Plant. Ah, okay. Ja, genau. Und in Maniac Mansion 2, also der Tentacle natürlich ebenfalls Chuck the Plant. Ja, hier haben wir ein Telefon. Können wir das auch benutzen? It seems to be broken. Ah, haben wir vielleicht was, wofür wir das Fix-Schlüsselwort auf jeden Fall auch schon benötigen. Ja, auf jeden Fall müssen wir da auch noch ein bisschen zurückkommen mal. Zumindest nicht mit dem Schlüssel. Zumindest nicht mit dem Schlüssel. Und da ist kein Buch, was man jetzt hier lesen könnte das mit What Is, einfach mal drüber ziehen. Schau mal, also meines Erachtens gibt es kein Buch hier. Gibt die Treppe, aber die Bücher sind, so wie es aussieht, das war bei Indiana Jones. Bei Indiana Jones, da konnte man einige Bücher anschauen, da musste man ja auch ein paar finden. Das muss ich sagen, war natürlich schon ein eher nerviges Rätsel, dass man da durch musste und die schauen. Ganze Bibliothek und suchen, Bücher. Genau, also das ist hier nicht das Problem. Wir müssen mal, auf jeden Fall können wir den Raum nachher noch zurückschauen, aber ich denke, jetzt machen wir uns nochmal einen kleinen Überblick über die Räumlichkeiten hier auf dem untersten Stockwerk und dann schauen wir weiter. Also gehen wir mal zurück aus dem Wohnzimmer. Ich denke, wir schauen uns das Wohnzimmer nachher nochmal schnell an. Gehen wir nur mal kurz mal weiter.
Und öffnen wir mal diese Tür hier. Da hätte man eigentlich ganz am Anfang schon hingehen können. Was haben wir denn da? Ich finde die Schnecke als Wartekursor super. Da liegt eigentlich schon was ganz Cooles. Eine Taschenlampe, die schnappen wir uns doch gleich mal. Ah, wir sehen zweites Item. Zweites Item, ja. Und da ist die Kettensäge. Yeah. Yeah. Die. Sollen wir sie schon nehmen? Nee, die nehmen wir jetzt noch nicht. Und ich muss auch so sagen, die bringt uns gar nichts, wenn wir sie nehmen. Genau, da ist ein Kühlschrank. I. Wer wohnt denn da? Ja, wer wohnt denn da? Ja. Yeah. Was haben wir da alles drin? Zerbrochene Ketchup, Flasche, Pepsi, Salat, Käse, alte Batterien. Die klingen doch praktisch, ja genau. Benutzen wir mal die Taschenlampe, ob die überhaupt geht. Ich glaube, da sind nämlich keine Batterien. Ah ne, haben wir schon Batterien, haben wir sie drin, genau. Hast du die Batterien jetzt? Ja, die Batterien haben wir automatisch gerade reingetan. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ja. Und sonst gehen wir schon in Adventure Art rein. Wir nehmen alles mit. Das ist eine ganz typische Sache, weil in Adventures alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Von dem her wäre es natürlich auch sinnvoll, die Kettensäge mitzunehmen, nur das kann ich echt vorwegnehmen. Das bringt nichts. Und deswegen ist es schöner, wir schauen die Kettensäge hier an, wo sie als Küchenutensil neben einer blutverschmierten Wand liegt. Ach, das ist Ketchup. Ja, genau, das ist eine Ketchup-Wand. Anstatt, dass wir die mitnehmen. Wollen wir jetzt mitnehmen. Nicht plötzlich FSK 18 hier aus Let's Play machen? Ja, um die Kettensäge haben sich so viele Legenden gerankt. Ich habe schon damals gehört, es hieß, jemand hat die Kettensäge benutzt und dann Edna zersägt oder so was. Ich bin hungrig. Oh, das heißt, der geht jetzt in die Küche. Das könnte sein, dass er in die Küche geht, genau. Ich würde mal schnell aus der Küche rausrennen. Da liegen doch noch die Batterien drin, oder? Ja, interessant, da haben wir irgendeinen Bug. Da sehen wir auch unten in der Zeile. Ja gut, da gehen wir mal aus der Küche raus, weil da gerade sich noch eine Tür anbietet. Hauen wir da schon mal ab, dass uns der Ed nicht erwischt. Was wir auch haben, ich denke, wenn man früher in dieses Zimmer geht, dann ist da Edna drin und jagt einen. Leider sind wir nicht zuerst in der Küche gewesen, damit konnten wir Edna nicht mehr sehen. Und wir haben wieder Cutscene rüber. Dum-di-dum-di-dum. Und er zieht unseren offenen, leeren Kühlschrank. Wo ist der Käse? Where's the cheese? Tja, der Käse ist weg. Ed schließt den Kühlschrank für uns. Nett. Aber Käse ist... Kann da denn? Der Käse ist hier. Cheese. Sehr gut. Können wir mit dem Käse was anstellen. Wenn es interessiert, was er gemacht hätte, wenn da Käse drin gewesen wäre. Wenn Käse drin gewesen wäre, hätte er mitgenommen. Dann hätten wir schon nicht mehr gehabt. Und hätte gesagt, Käse für meinen Hamster und mich. Ja, der Hamster. Der Hamster. Der hat später auch noch auf sich. Mhm. So, aber wir haben hier einen verrottenden Truthahn. Den nehmen wir auch mit. Nach bester Adventure-Manier wird alles mitgenommen. Rotting Turkey. Und hier liegt noch etwas Schinken. Ein wochenalter Schinken. Nehmen wir auch mit. Gut. Dreck, Kerzenleuchte. Gravy Stain. Also das ist ein Soßenfleck. Da, mit dem können wir nichts großartig anstellen. Oh, noch eine Tür? Noch eine Tür, ja. Genau. Und die öffnen wir natürlich auch. Was cool ist, wir haben vorhin bei der Sandy haben wir einen kleinen Hausplan gesehen. Hm. Da hätten wir das schon ein bisschen gesehen, was sich alles ergibt. Auf jeden Fall. Schaut es nach Garage aus. Ja, genau, das schaut nach Garage aus. Kommen wir auch in die Garage. Diese Tür ist leider verschlossen. Tja. Ich sehe was du nicht siehst. Ja, was denn? Ja, viele Sachen zum Einstecken. Viele Sachen zum Gitter Einstecken. Am Boden. Genau, das heißt, wir nehmen schon mal alle Sachen mit, was nur geht. Ein Glas. Ein leeres Glas. Ich glaube, das ist was bei Zelda aber ganz wertvoll ist, habe ich schon gehört. Fruchtsäfte nehmen wir auch mit. Canned Goods.
Sachen in Büchsenfutter. Büchsen, genau, Büchsenfutter nehmen wir auch mit. Dann, was haben wir hier? Tentacle Chow. Ha, Tentakelfutter. Ah, auch mit. Immer gut. Und was haben wir da oben? Entwickler. Eine Flasche mit Entwickler. Muss man sicherlich irgendwo ein Foto schießen, damit man das entwickeln kann. Ja, und da muss ich jetzt sagen, das ist eine Sache, wenn man Michael genommen hätte. Michael ist der Fotograf. Michael möchte den Entwickler, ist der Einzige, der den Entwickler nutzen kann. Und das ist der Lösungspfad, der Michael mit drin bezeichnet hätte. Wir können also den Entwickler mitnehmen, dann würde nämlich Folgendes passieren, dann stoßen wir ihn leider da runter und dann zerbricht die Flasche. Cool ist, die ist aber hier unten, ist ja ein Gitter und das heißt, er läuft da durch und später kommen wir da auch noch unten hin und dann könnte man ihn aufnehmen. Tatsächlich ist es so, dass der Entwickler uns nichts bringt. Ja, schade. Ja, das ist schade. Genau. Und was ist mit dem Gitter jetzt unten? Achso, das kann man nicht öffnen. Dieses Gitter kann man nicht öffnen. Und die Tür war auch zu. Die Tür war auch zu, da müssen wir erst einen Schlüssel finden. Genau. Generell funktioniert in dem Spiel vieles über Schlüssel finden, entsprechende Türen öffnen. Und du hast ja vorhin schon gesehen, da in dem Kandelaber im Wohnzimmer. Kann man die Candle Kerzen mitnehmen? Nee, die Candle kann man nicht mitnehmen. Wäre cool, aber it's too heavy, zu schwer. Ja, dafür hat man die Taschenlampe. Dafür haben wir die Taschenlampe, ja. Genau, die Taschenlampe ist dann notwendig. Es könnte später noch bessere Batterien geben, weil die hat leider schwache Batterien und damit ist es natürlich so eine Sache. Hier haben wir noch eine Mikrowelle, die kann man übrigens auch aufmachen. Die gab es damals schon. Die gab es damals schon, ja, das spielt ja im Jahr 1987 rum und 87, da war eine Mikrowelle drin. Kann man auch was rein tun. Das wird sich später noch zeigen, was wir in die Mikrowelle tun wollen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Du hast ja so eine Idee. Ich habe da eine Idee. Ja, und ich glaube, die ist nicht lustig. Er sagt auch, er möchte lieber die Mikrowelle benutzen als den Ofen. Gut. Ich würde sagen, gehen wir noch in die Haupt. War da das mit der Katze da schon davor? Mit der Katze? Ja, gut, da gibt es da so eine. Wie heißt das, so ein Gesetz, dass man bestimmte Sachen nicht in die Mikrowelle stecken soll. So, ja, Katzen sowas. Katzen, ja, weil er so eine. Gut, Katzen die haben Katze trocknen wollte. Oder Katzen so. Haben wir hier nicht und wir haben auch nichts zum Trocknen. Wir können ein paar Sachen an die Mikrowelle stecken. Kommen wir nachher noch zu. Aber zuerst mal würde ich sagen, dass wir mal unsere erste Episode damit zu Ende führen. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte schickt doch mal ein Like unter dieses Video und oder subscribt euch zu meinem Channel. Und wenn ihr kommentieren wollt, dann bitte unten einfach Kommentare hinterlassen oder ihr erreicht mich auf Twitter, twitter.com/okrona1up. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.